Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe SCP-07-Fans, ich heiße Sie und euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem nächsten Meisterschaftsspiel. Es ist ein Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg hier am Samstag um 13 Uhr in der Home Deluxe Arena. Heute mit auf dem Podium neben unserem Cheftrainer Lukas Kwasniuk, unser Stürmer Adriano Grimaldi, der ja einen guten Lauf im Moment hat und uns sicherlich auch so ein bisschen aus seiner Sicht sagen kann, wie die Saison für ihn momentan bislang gelaufen ist. Wir starten vielleicht mal mit den organisatorischen Dingen. Wir haben aktuell mehr als 11.200 Karten verkauft, gehen davon aus, dass das Stadion gut gefüllt sein wird, etwa 13.500 Zuschauer. Wir gehen von 2.000 Fans aus Nürnberg aus und werden auf jeden Fall eine Tageskasse anbieten, an der es ab 11.30 Uhr gegen Barzahlung auch noch Eintrittskarten für das Spiel geben wird. Im Blickpunkt steht natürlich der sportliche Teil, deshalb zunächst unser Trainer. Bitte, Lukas, deine Vorschau auf das Spiel. Ja, vielen Dank, Matthias. Hallo zusammen in die Runde. Ja, der 1. FC Nürnberg hat so eine eigene neue Identität sich in den vergangenen Monaten erarbeitet, erschaffen. Sie haben sehr viele junge deutsche Spieler verpflichtet, natürlich auch mit ein, zwei Japanern so garniert, aber viele junge, willige, hungrige Spieler, die bereit sind, einfach auch viel zu marschieren. Gute Fußballer, sehr wendige Spieler und das zeichnet sie aktuell aus. Sie spielen guten Fußball, sehr mutigen Fußball, dafür steht eben auch Christian Fjell, der an der Seitenauslinie das Spiel eben mindestens genauso mitlebt wie meine Wenigkeit auch. Deswegen wird sowohl auf dem Feld als auch an der Seitenauslinie sehr intensiv werden. Wir freuen uns darauf, weil das ein abwechslungsreiches, intensives Spiel werden kann. Ich glaube, das kann in alle Richtungen gehen. Das kann ein 4-4 werden oder ein völlig langweiliges 0-0. Aber wir hoffen natürlich, dass wir unterm Strich ein Tor mehr erzielen als der Gegner. Dafür stehen mir mehr oder weniger alle Spieler zur Verfügung. Adi ist in Form. Insofern ist klar, dass wir natürlich das Spiel gewinnen wollen und eben auch können. Vielen Dank erstmal. Ja, Lukas, vielen Dank. Dann starten wir mal die Fragerunde. Wer macht den Anfang heute? Ja, Matthias Reichstein, bitte. Herr Kwasniuk, ich bin ganz gespannt auf die Antwort auf diese Frage. Was ist mit Muslija? Wer ersetzt ihn am Samstag? Sie haben ja gestern im Training schon angedeutet, sich was zu überlegen. Vielleicht können Sie das Geheimnis mal lüften. Ja, mit Muslija sieht die Sache recht einfach aus. Er hat sich gerade vom Trainerteam verabschiedet, wird morgen früh in den Kosovo fliegen und uns leider nicht zur Verfügung stehen. Aber ich habe ja schon gesagt, das ist gar keine Ausrede. Wir haben so viele gute Jungs, dass wir das kompensieren können. Und Flo, sein Vertrag läuft ja auch nur noch bis zum Saisonende. Insofern können wir uns ja dann im Fall der Fälle jetzt schon darauf vorbereiten und beweisen, dass wir auch ohne ihn bestehen können. Er ist ein wichtiger Faktor. Aber wir haben unterschiedliche Ansätze und Möglichkeiten. Wir können den Rafa auf die Seite rüberziehen und seine Position neu besetzen. Leipzig kann spielen. Wir können aber auch mit vier agieren. Und ja, ich glaube, diese drei Lösungsmöglichkeiten stehen mir zur Verfügung. Ich weiß auch, welche ich anwende, werde sie aber heute leider nicht verraten. Sie haben gestern schon gesagt, Mathis Hansen, super Eindruck im Training gemacht, spritzig, griffig. Wird er in die Startelf zurückkehren? Also heute war dem nicht ganz so, aber ja, so ehrlich muss man sein. Er war gestern sehr, sehr griffig und heute war es ein bisschen fehlerbehafteter. Ist gar kein Problem, das ist ein junger Spieler, diese Auf und Abs gibt es auch innerhalb einer Woche. Aber ja, Mattes gibt uns sehr, sehr viel, antizipiert sehr gut, kann Bälle klauen, ist trotzdem sehr ballsicher und füllt die Kette gut auf. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und ich glaube, ich nehme da nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, ja, er wird spielen. Zuletzt hatten Sie jetzt nur einen Feldspieler gewechselt. Steht jetzt in Ihrem Kopf schon fest, wie groß die Rotation diesmal sein wird und wo gegebenenfalls dann auch gewechselt wird? Ja, also ich weiß tatsächlich vorbehaltlich natürlich der Tatsache, dass alle verletzungsfrei die morgige Trainingseinheit überstehen, wie wir agieren werden, wer spielen wird. Und ja, Mattes habe ich schon gesagt, Adi auch. Da haben wir schon 2 von 11. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Quote für eine PK 2 Tage vor dem Spiel. Hinzu können wir ja auch sagen, Jannik Huth wird auch agieren. Mhm. Sind wir schon bei 3 von 11. Wie gesagt, ich weiß, wie wir agieren werden, aber möchte es natürlich jetzt heute nicht verraten. Sie hatten schon eben Nürnberger Stärken angesprochen. Worauf wir jetzt ankommen, damit die Stärken dann noch nicht zur Geltung kommen? Ja, ich glaube,
Nürnberg, die spielen so einen befreiten Fußball, so einen komplett, fast schon, wenn man es negativ sehen will, wir haben sehr, sehr viele Kinder hier im Raum, so ein bisschen kindlich naiv an der einen oder anderen Stelle, aber das ist gleichzeitig ihre große Stärke, weil als Kind bist du unbekümmert und du kickst einfach drauf los und das macht sie aus. Sie haben diese Fußballer, die das eben auch leben auf dem Platz und natürlich der eine Vorteil birgt natürlich eben auch Gefahren oder Nachteile und sie sind körperlich sicherlich nicht die wuchtigste Mannschaft, aber das geht uns ja ähnlich. Insofern glaube ich einfach, dass dieses Spiel ein sehr, sehr abwechslungsreiches, wie eingangs schon erwähnt, werden kann mit unterschiedlichen Wendungen innerhalb dieser 90 Minuten. Geht es dann auch um Spielkontrolle, um Ballbesitz oder kann man sich dann auch mal darauf einlassen, diesen Freestyle-Fußball selber zu spielen? Ich glaube, dass der ein oder andere Moment einfach auf uns zukommen wird, wo das sich gar nicht verhindern lässt. Also Nürnberg spielt schon so einen guten Ball, dass du auch mal hinterherlaufen musst, dass du eine gute Kompaktheit auch an den Tag legen musst. Haben wir aber eben auch bewiesen gegen den KST, dass wir das mittlerweile auch aushalten können, ohne an Höhe zu verlieren. Ja, mit Kinzombi, mit Muslio hast du Spieler, die sehr viel kommunizieren auf der letzten Kette und dadurch bleiben wir immer hoch, die Abstände sind gering und dann können wir dem Gegner auch mal den Ball überlassen und ins Umschaltspiel gehen und das ist ja dann auch so schlecht nicht gewesen in Karlsruhe und wir haben glaube ich alle drei Tore erzielt nach Ballgewinnen. Insofern ist das auch so ein bisschen ein neues Element, genauso wie die Tatsache, dass wir einfach mit einem langen Ball das Pressing des Gegners überspielen können und einfach einen sehr guten Zielspieler haben. Vielleicht aktuell das heißeste Eisen im deutschen Fußball in der zweiten Liga, was die Version des Wandspielers angeht. Also ist das dann Startelfspieler Nummer 4 auf jeden Fall? Wenn ich richtig zähle, 3. Also Hut, Mattes und Adi. Ja, Hut, Mattes, Adi. Ja, so. Da haben wir es doch. Ist es aber nicht so schlimm. Herr Kreuzig, das letzte Heimspiel gegen Nürnberg waren Sie nicht dabei. Das war im Mai. Die Mannschaft hat verloren, 1-0, Platz 5 verpasst. Haben Sie in den letzten Tagen auch nochmal an diese bewegten Tage zurückgedacht oder haben Sie es völlig ausgeblendet? Nein, also Fakt ist, beim Hinspiel hat mein Co-Trainer gefehlt. Der Frank Gaspari, möchte ihn nur an dieser Stelle auch mal erwähnt haben, mit einer roten Karte, irregulär natürlich. Und beim Rückspiel war ich nicht da, habe auch eine rote Karte sozusagen bekommen gehabt und jetzt sind wir ja komplett. Und Hünemeyer stand noch auf dem Feld und jetzt sind wir natürlich auch ein verschworener Haufen an der Seitenauslinie, werden die Jungs auf dem Platz unterstützen und deswegen hat, sage ich mal, die vorherige Saison mit der jetzigen gar nichts zu tun. Das ist alles Vergangenheit. Und ich glaube, dass wir einfach in der Lage sind, Nürnberg zu schlagen. Das war mal letztes Jahr auch, aber sie haben unterm Strich 6 Punkte gegen uns entführt und das wurmt uns insgesamt ein wenig. Und deswegen hoffen wir schon auch, dass wir das Blatt ein wenig wenden können am kommenden Samstag. Ja, bevor Adriano vielleicht selber was sagt, sagen Sie mal was über ihn. Was macht ihn derzeit so stark? Was unterscheidet ihn vielleicht dann auch von einem Felix Platte? Ja, mit dem Adi war es so, dass wir ein Element gesucht haben, welches der Mannschaft sehr viel geben kann. So eine Männlichkeit. Und wenn man ihn sich anschaut, dann sieht man, da sitzt ein gestandener Mann vor einem. Das war ja das, was uns schon auch ein wenig gefehlt hatte. Vor allem dann auch nach dem Karriereende von Hühne war uns klar, wir brauchen einfach so gestandene Typen. Das Problem war, dass natürlich der Adi in den vergangenen Jahren jetzt nicht so häufig in der zweiten Liga unterwegs war, sondern eben eher in der dritten Liga. Aber ich habe sehr wohl seine Qualitäten eben als so stark angesehen, dass er uns zumindest mal phasenweise in der zweiten Liga helfen kann. Schwierig wurde es dann, als er sich leider, nachdem er, glaube ich, in jedem Testspiel genetzt hatte, korrigiere mich, ich glaube schon, in jedem Testspiel genetzt hatte, dass er sich leider verletzt hatte, weil wir genau in der Phase waren, uns gegenseitig sozusagen zu befruchten. Ja,
er als Zielspieler, als Wandspieler, als Spieler, der auch in der Box einfach Kopfballtore erzielen kann, der sich aber gleichzeitig auf unsere Spielweise einlässt. Und da eine Mischung zu finden, das ist nicht so einfach, weder für ihn noch für die anderen Spieler, die eben einen fußballerischen Ansatz schon eher gewohnt gewesen sind. Und das braucht Zeit und durch die Verletzung haben wir sehr viel Zeit verloren, leider Gottes. Und ja, er kam dann zurück und hat dann eins gemacht nach der Verletzung. Auf gut Deutsch gesagt, den Allerwertesten sich aufgerissen in jedem Training. Und das habe ich in der Form von einem Spieler, der eben dieses Alter, und das habe ich ja schon gesagt, erreicht hat, nicht oder noch nicht erlebt. Dass er sagt, nee, diese Rolle, nur 25 Minuten zu spielen, das ist mir zu wenig. Und er hat mit Energie und mit Enthusiasmus, mit Herz, hat er sich einfach diese Startelf-Einsätze erarbeitet, wirklich erarbeitet, er fightet, er kämpft und ist aktuell, glaube ich, nicht aus der Mannschaft wegzudenken. Ich hoffe, dass sein Körper so stabil bleibt, aber ich glaube einfach, dass er da einen brutalen Entwicklungsschritt gemacht hat, arbeitet hart im Kraftraum und jetzt habe ich genug geschleimt und wir lassen ihn zu Wort kommen. Ja, ja, Adriano, warum läuft es so gut? Wurde schon alles gesagt. Ja, gute Frage. Es war am Anfang natürlich ein bisschen schwierig, glaube ich. Ich kann mich an die ersten 2-3 Trainingseinheiten erinnern in dem Verein. Und dann habe ich kurz mit Lukas gesprochen und habe halt gesagt, ich habe halt noch keinen Ball bekommen, so in den Trainingseinheiten, weil die Spielweise noch ein bisschen anders war und da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Und ich glaube, die Jungs mussten sich dann auch dran gewöhnen, definitiv. Momentan, glaube ich, läuft es in der Mannschaft sehr gut. Es läuft bei mir persönlich auch sehr gut. Das liegt vielleicht auch daran, weil wir viele kleine Puzzleteile haben. Viele Spieler bringen etwas ins Team rein und jeder hat seine Stärken. Und ich glaube, neben den ganzen Grundtugenden, die so eine Mannschaft hat und die es ein Spiel braucht, um Spiele zu gewinnen, haben wir einfach sehr viel verschiedene Qualitäten auf dem Platz. Und ich bringe halt dann das Körperliche mit und versuche dann da die Jungs auf den richtigen Weg zu bringen. Und da ergänzen wir uns momentan sehr gut. Und ja, ich denke, das ist ein guter Weg erstmal und kann auch erstmal so weitergehen. Adi, du hast ja in deiner langen Laufbahn ja auch schon deine Erfahrung mit dem ersten FC Nürnberg gemacht. Vielleicht kannst du da ein bisschen was darüber erzählen und wie schätzt du die Mannschaft ein? Oh, da muss ich aber ganz weit zurückdenken, glaube ich. weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, das war mit Heidenheim wahrscheinlich. Ehrlich gesagt kann ich sie gar nicht wirklich einschätzen. Ich habe nicht so viel von denen gesehen. Das überlasse ich den Trainern, uns zu zeigen, wie gut sie sind und was sie machen. Wir versuchen uns auf uns zu konzentrieren, unsere Dinge zu tun, weil natürlich muss man sich darauf einstellen, aber es wird wichtiger sein, dass wir unser Spiel auf den Platz kriegen. Du hast sicherlich den schönsten Schnurrbart beim SCP, aber nicht den einzigen. Erzähl mal, es ist wahrscheinlich auch diese Movember-Aktion, die da bei euch momentan läuft. Ja, wer hat das denn initiiert und wer macht denn alles mit? Ja, das kam von AF, unserem DT-Trainer, von André. Und ich habe es tatsächlich auch schon mal mitgemacht in den letzten Jahren, damals in Münster oder bei München. Und es sind auf jeden Fall einige Spieler gewesen und ich habe mich auch relativ kurzfristig dazu entschieden, weil meine Frau das nicht so gerne hat, dass ich den Bart abschneide. Aber dann habe ich mich einfach mal mitreißen lassen, weil dann doch 8, 9, 10 Spieler, glaube ich, nach und nach sich haben den Schnurrbart schneiden lassen. Ich glaube, im Trainerteam haben wir auch noch eine Person. Im Presseteam haben wir auch noch eine Person, sehe ich gerade. Und ja, ist auf jeden Fall eine gute Aktion. Wir unterstützen da natürlich die ganze Movember-Aktion, aber auch den André, weil er da dann schon sehr fleißig am Sammeln ist und auch sehr viel Input gibt. Ich denke, es ist auch eine relativ gute Teamsache gewesen, da so aufzulaufen jetzt in den letzten Spielen. So, dann schaue ich nochmal in die Runde. Gibt es abschließend noch Fragen? Das sehe ich nicht. Dann vielen Dank für die Teilnahme an der Pressekonferenz unserer Mannschaft. Eine optimale Vorbereitung auf das Spiel und uns allen bis Samstag eine gute Zeit. Dankeschön.